Aber ich habe schon gemerkt gestern, weil normalerweise, hi Metatron, guten Morgen, weil normalerweise wäre ich so die letzten vielleicht 5 Stunden richtig müde und dann werden die letzten paar Stunden eine Quälerei, aber es geht schon. Aber wenn es schon innerhalb der ersten 12 Stunden losgeht, dass ich echt müde werde und es eine Quälerei wird, dann ist das keine gute Idee einfach. Das wäre doof gewesen, glaube ich. Das war schon eine sehr gute Entscheidung. Jetzt können wir nämlich frisch ans Werk. Okay, cool. Machen wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Deadly Premonition 2 hat es mir schon angetan. Das mag ich jetzt schon, das Spiel. Ich würde zwar echt gern wissen, wo ich Reis kaufen kann. Und diese Aufträge frage ich mich auch, ehrlich gesagt, wie ich das machen soll. Oder kann ich irgendein Eichhörnchen erledigen? Ist es egal, welches? Weil dann fahre ich vielleicht einfach mal durch die Gegend, weil Eichhörnchen waren ja eigentlich immer überall. Wo allerdings Bienen sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das würde ich gerne mal testen. Ups. Ich fahre jetzt einfach mal durch die Gegend und suche nach einem Eichhörnchen oder einer Biene oder einem Hund. Ich suche quasi nach roten Punkten auf der Karte. Were you thinking about Galena too, and all the other women we've seen so far on our travels? Guckt euch das an. Ah ja, tatsächlich. Ich kann jedes Eichhörnchen verprügeln, das ich will. So. Okay. Irgendeins von den Eichhörnchen hat das schwarzen Kaffee. Ach, das hat's mir gestohlen. Okay, jetzt müssen wir aber echt rausfinden, wo wir Bienen finden. Oh, wartet mal, da ist wieder so ein blaues Eichhörnchen. Seltene Beute. Eichhörnchenfell. Hab mir aber auch nur Eichhörnchenfell gebracht. Naja, was weiß ich. Bienen sind wahrscheinlich im Wald. Irgendwo. If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. You know, the one who would French kiss them every day as they slowly decompose. As I drove him to the station after his arrest, he started lecturing me on the proper way to give someone a kiss. Anyway, back to Duluth. They have a famous lift bridge there called the Aerial Lift Bridge. The lift bridge here is the first one we've seen since then, but this one looks a lot smaller than. Habt ihr das gerade gehört, die Geschichte, die er erzählt hat? Von dem Mann, der seinen Opfern die Zungen entnommen hat und die dann geküsst hat, während sie langsam verfault sind, immer wieder? Ah. Das ist so widerlich. Anscheinend hat das andere UFO gar nichts fallen lassen. Ich brauche ja sowieso für die eine Quest 30 Killerbienen, ne? Aber ich finde ja, ich habe noch nie eine Killerbiene. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now. Remember what we saw? Überall diese UFOs. Oh, hier gibt es viel zu plündern auf jeden Fall. Eine Zwiebel. Irgendwo finden wir schon Bienen. This is the deep south. I feel it every time that molten hot sun pours down on me. Don't you, Zach? Es ist echt witzig, dadurch, dass es bei mir im Zimmer jetzt nicht mehr so heiß ist wie gestern, sondern eigentlich ganz angenehm, empfinde ich auch die Stimmung im Spiel nicht mehr so heiß.
cool. Der hat gerade das Lied aus dem ersten Teil gesummt. Amazing Grace summt er dauernd. Das kenne ich schon. Aber das ist schon witzig, finde ich. Hey, Zach. No, nothing. Just felt like saying that. Ja, damit das mal nicht wichtig ist oder noch wird. Zach, you're a coffee person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Ich glaube, ich habe die Quelle allen Böses gefunden. Allen Bösen. Hier in der Stadt. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with... Das ist zwar nicht auf unserer Liste, aber ich wollte schon immer mal gegen so eins kämpfen, weil ich sehen wollte, wie die animiert sind und was die so machen. Naja, weiß nicht. Auch nicht so viel einstecken. Aber neuer Loot wahrscheinlich. Alligatorhaut. Kann sein, dass wir im Kühlhaus auch schon Alligatorhaut gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Killerbiene. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Ja, ich meine, keine Ahnung, dann machen wir halt Hauptquests und hoffen, dass uns irgendwie Killerbienen und ein Hund zufällig über den Weg laufen, oder? Weiß jetzt auch nicht genau. Did you notice it yet? The streets in New Orleans were a mess. All busted up and undergoing maintenance. The city was built on a swamp, so the ground is soft. All it takes is some heavy rain to cave it all in. There were also a lot of places where large tree roots were pushing up parts of the asphalt and the sidewalk. Those bumps were dangerous even when we still had our car, remember? But this town is different. The streets are all paved so cleanly that we can skate along them without a care in the world. And there's hardly any trash or graffiti to be found anywhere. The Clarksons truly do control this place, for better or worse. It's a good example of how allowing certain people to rise to power can have positive effects as well. Also, don't you find that Southern people are remarkably friendly, even to total strangers? Both here and in New Orleans, I've been amazed at how cordial everyone is. Is it just the way things are down here? You certainly don't see that sort of thing in New York or D.C. They never stop to chit-chat, especially when ordering food. They only say what's necessary, without any decoration. A customer only makes eye contact with the waiter about once every three times they interact. But that... Ich hoffe, dass ich mit dem Skateboard bald mal springen lerne. Das wäre cool. Ich hoffe, dass ich überhaupt mal springen lerne. Das ist ja jetzt irgendwie doof, dass ich hier nicht durch kann. It really seemed like you knew who Galena Clarkson was. Well, I've never actually talked to her. But it's a small town. Pretty much all folks know who the Clarksons are. And Galena's supposed to be extra scary compared to the rest of them. Back when we saw her in town, I felt like she was glaring right at me. So I got real scared. No one will come out and say it, but I'm pretty sure they're all relieved that she was the killer. We're lucky the killer ended up being a member of the Clarkson family. Otherwise, the whole town would have turned into a battlefield. You've got a point, but did everyone really hate her that much? They didn't hate her. She hated them. She had this real peculiar way of treating people. I don't know how to describe it. Contemptful? Yeah, I guess that's it. She never opened up to anyone in town. She was rich, beautiful, and wanted to become an actress. So she went to a metro... Schade, dass die Dialoge dauernd unterbrechen. Egal, was ich mache. Egal, was ich mache, die Dialoge werden abgebrochen. Die haben in der Stadt echt ein Eichhörnchenproblem.
Jürgen erinnert mich an Hey Zach, no nothing. Just felt like saying that. Ich finde auch, Jörg ist auch ein Charakter, mit dem man sich identifizieren kann. Obwohl er so weird ist. Oder gerade deswegen. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? Na gut, dann gehen wir da jetzt mal rein, oder? Hätte echt gern noch Killer Bean gefunden. Aber ich weiß halt echt nicht, wo. Evangelische Kirche. Na, dann schauen wir mal. Hey, Agent York. Ja? Just so you know, dealing with Pastor Sanders is gonna be a big pain in the butt. A big pain in the butt? That's what I said. But I guess you have no choice but to obey your oracle, huh? I don't like hospitals. Why not? They soup folks up with medicine, cut them up, and then they try and act like they're your friends. Something ain't right about that, you know. It goes against the laws of nature. Plus, this is a church. So you got a pastor, a servant of God, actually playing God with his patients. I think you have a point there, Patty. These days, we can neither determine death nor reproduce without the help of modern medicine. Yeah, our world's become quite an unnatural one. Oh, excuse me. This is Lucare. You need to watch where you're going, or someone might end up tripping you. Nach der haben wir doch sogar schon gesucht. Professor Zach, it's her. Genau. The stylish woman who watched Lise die. Stylish woman. I've been waiting for you, lost lamb. Dr. Priest. Hi there, Pastor. Would you mind letting go of me? I'm in a bit of a hurry right now. So pitiful. The Lord hungers. Here we go again. What? Pitiful. Truly pitiful, my little lamb. No, neither Zach nor I. Oh, so pitiful. So pitiful, just pitiful. The Lord hungers. One can of Spam, one can of red beans, and one can of spinach. You are to offer up the taboo trinity. Taboo? Don't you mean the holy... Oh, how I pity you. Unlike us humans, the Lord never errs. Now, my pitiful agent, bring forth the taboo trinity at once. For it is the will of the Lord our God. See? I told you this was gonna be a pain in the butt. But Zach and I need to go after that stylish woman. Too late now. We need to obey God's will. The Lord hungers! Come on, hurry it up. We need to go. Well, Zach, I don't know what to say. First an oracle, and now an order from God? Maybe this is the trial that will yield the ticket to the goddess. Either way, it looks like we have no choice but to gather the taboo trinity. I guess it just goes to show that small towns are always filled with the bizarre and unpredictable. Okay. The Lord hungers. Und deswegen müssen wir ihm jetzt eine Dose Spinat bringen und ein paar andere Sachen für den Lord. Dose Spinat, rote Bohnen und noch irgendwas. Gut. Schauen wir uns hier mal kurz ein bisschen um. One can of Spam.
one can of red beans and one can of spinach. Das ist echt super. Auch mit dem Hall im Hintergrund. One can of spinach. Der Pastor versprüht leichte Kaysen-Gärtner-Vibes vom letzten Teil. You are to bring forth the taboo trinity, for it is an offering to the Lord. Hey, Tyrone. Pastor? One can of spam, one can of red beans, and one can of spinach. The Lord hungers! I suppose that even an FBI badge is powerless in the face of God. It's no use, Zack. We'll just have to go out and assemble the taboo trinity. Okay, vielleicht kriege ich jetzt endlich mal einen Laden, wo ich Sachen wirklich kaufen kann, weil ich habe keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll. Ich weiß nicht, wo ich den Reis herkriege, ich weiß nicht, wo ich rote Bohnen herkriege, ich weiß nicht, wo ich Spinat herkriege und ich weiß nicht, wo ich Spam herkriege. Na gut, in meinem Mail-Ordner ist bestimmt aktuell wieder einiges an Spam, aber das kann ich schlecht ins Spiel importieren. Aber wenn der Lord gerne meine Spam-Mails alle aufessen will, das kann er gerne machen. Ist eine Win-Win-Situation. Meint ihr, es gibt wirklich in den USA so kleine Kleinstädte, dass irgendwie in der Kirche so ein kleines Zelt aufgebaut wird und das ist die Arztpraxis in der Stadt? Und sowas in der Art. Ich kann mir alles vorstellen. Die USA ist ein sehr großer Ort mit sehr viel unbebauter Fläche, mit sehr viel Sümpfen und Wüstengebieten, mit sehr viel winzigsten Siedlungen und Einsiedlern. Ich glaube, da gibt's alles. Und ich will teilweise nicht wissen, was in diesen abgelegenen Winzdörfern und Einsiedlerhütten so abgeht, was niemand weiß. Ich will auch nicht wissen, was vor 100 Jahren in Deutschland auf dem Land, auf irgendwelchen Bauernhöfen abgegangen ist. Ich glaube, das war nicht schön teilweise. Okay. Jetzt haben wir hier mehrere Missionsziele. Führen uns die jetzt wirklich zu den... Muss ich die jetzt über die ganze Stadt verteilt sammeln, die Bohnen und so? Na, schauen wir mal. Jetzt wartet mal ganz kurz. Vielleicht könnte ich nämlich nochmal bei den Einstellungen die Töne bisschen leiser machen, damit das Skateboard nicht so laut ist und man ihn vielleicht auch reden hört. Ja, ist glaube ich ein bisschen besser, oder? Schauen wir mal. Der Priester wirkt für dich verdächtig. Ich glaub nicht, dass der was mit irgendwas zu tun hat. Dafür ist er zu abgedreht und weird. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher jemand, eine unscheinbare Figur. Kaysen war ja auch im Vergleich zu vielen anderen eher unscheinbar. Aber wer weiß. Es gibt beispielsweise in Russland teils noch abgelegene Orte, wo man noch an den Bestand der UdSSR glaubt. Ja, das ist auch, ich meine, das ist natürlich auch ein Kandidat. Überall, wo es so von der Welt abgeschnittene Orte gibt, was einfach so weitläufig und so groß und so dünn besiedelt ist, gibt es, glaube ich, noch sehr bizarre kleine Nester.
Do you carry any canned goods here? Der Riese sagte auch etwas von Laborforschung. Das stimmt. Ah, hallo, Carter. Canned goods? The vermin of the grocery store? Nay, I think not. Understood, Mirror. Well then, if you'll excuse me. Wait. Yes, I can see it. I can see the canned good thou seeketh. How intriguing. Well then, where is the canned good I seek? In a place where no man could ever peddle it. I see. In a place where it can't be bought from a person. Got it, Mirror. 'Twas but a trifle. For the Lord hungers, doth he not? Zack, it's in a vending machine. It appears that God wants us to go on a wild goose chase all around town. Dieser Gott immer. Okay, an einem Verkaufsautomaten in der Stadt kann man das anscheinend kaufen. Vielleicht finde ich da auch irgendwo Reis. Ich dachte, alle Automaten haben die gleichen Güter. Vielleicht stimmt's nicht. Aber wenn wir schon hier sind, könnten wir mal kurz schauen, ob wir vielleicht wieder einen Fetisch bauen könnten oder verbessern. Erweitern, ja stimmt. Erweitern könnten wir es auch. Erhöht die Zahl der Ketten auf dem Altar. Aha, momentan kann also nur eine Kette pro Art gelagert werden, aber wir haben bei weitem nicht die Zutaten dafür. Ach man, ey, ich hab keinen alten Stoff. Ich weiß nicht, wo ich alten Stoff herkrieg. Verbessern vielleicht. Ne. Nix kann man machen. Thou hast discovered the very purpose of my Emporium, that is. Aber habe ich nicht irgendwie mal eigentlich Sachen gefunden? Scheinbar nicht wirklich, oder? Ah doch, hier habe ich eine Konzentrationspuppe. Das ist doch gut. Können wir die mal noch ausrüsten? Konzentration plus 2. Okay, cool. Der Riese sagte irgendwas von Laborforschung in Verbindung mit Religiösem. Passt doch auch zum Priester. Hm, das stimmt. Ich meine, wer weiß. Vielleicht hat der irgendwas damit zu tun. The Lord hungers! Wenn der Ladebildschirm so aussieht, als wäre das Spiel abgestürzt, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Dann ist es fast geschafft. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe ja immer noch, dass wir Killerbienen auf dem Weg finden. Die UFOs sind echt überall in der Stadt. One lollipop, two lollipops, three lollipops. Don't mind me, Zach. This is how I wake myself up. Spawnen auch wieder. Ich muss wegen den UFOs im Grunde nicht dauernd anhalten. Die sind quasi ganz normale Loot-Objekte immer und überall. Kann man mitnehmen, wenn man schon dabei ist, aber es gezielt nach denen suchen lohnt sich nicht. Aber wenn jetzt hier schon einer direkt über mir schwebt, dann schießen wir schnell. Kriege ich $20 und ein Item dafür. Einen gewöhnlichen Teller zum Beispiel.
Aber die sind wahrscheinlich so weit weg. Ich meine, ich kann die treffen. Es hat schon mal funktioniert, aber wahrscheinlich... Aha! Trotzdem lohnt es sich nicht wirklich, glaube ich, von der Munition her. Einfach. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed... Ach so, okay. Das ist eine andere Quest. Na dann schauen wir mal. Okay, hold on. Eine Dose Spam hat er hier tatsächlich. Aber Reis hat er wahrscheinlich immer noch nicht im Angebot. Oder Toilette. Aha, damit kann man seinen unangenehmen Körpergeruch überdecken. Auch nicht schlecht. Ich habe aber auch noch nie am 24-Stunden-Stream, wo du ein Spiel so intensiv gespielt hast, wie jetzt Dead Premonition 2. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, God of War habe ich damals auch... Das war auch das Hauptspiel im Stream. Da habe ich auch kaum was anderes gespielt. Und in einem Stream habe ich auch den Großteil Resident Evil 4 gespielt. Also, es gab's schon ab und zu. Das ist ja eigentlich für mich der Idealverlauf, wenn ich ein Spiel habe, das mich so fasziniert und so unterhält, Ich hatte einen 24-Stunden-Stream und das war echt die Hölle, wo ich einfach nicht mehr wusste, was ich spielen soll, weil nichts hat mich interessiert und das war alles langweilig und ich war furchtbar müde und ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Und so ein Spiel jetzt wie Deadly Premonition 2 haben, wo die Zeit verfliegt wie sonst noch was, ist einfach super. Okay, Spam hätten wir. Das war leicht. Aber ich muss mal auf Verkaufen gehen, weil... Mein Inventar ist voll, habe ich gerade gemerkt. Ich habe ziemlich viel Pflaster. Vielleicht sollte ich ein paar Pflaster verkaufen. Ich habe zwei Schlafsäcke. Ich verkaufe auf jeden Fall mal einen Schlafsack. Und ein paar Kaffee, auch wenn die nichts wert sind. Dass der von mir einfach so Kaffee im Pappbecher kauft und dann wieder ein anderer verkauft. Auch Material verkaufen. Ich müsste doch so viel alte Teller haben oder sowas in der Art. Eichhörnchenschwänze haben wir auch ziemlich viel. Aber wo sind bitte die alten Teller? Oder sind die alten Teller Nieten? Keine Ahnung. Ja, hier guckt, ich hätte noch einen Talisman. Aber den kann ich irgendwie noch nicht ausrüsten. Ich weiß nicht warum. Verbessert die Fähigkeit bei Minispielen. Ah, dann wird wahrscheinlich auch das Kegeln leichter. Dann kann man sich quasi auch durch so Talismänner boosten, damit man mehr Glück hat. Und dann vielleicht auch mal beim Kegeln leichter dieses perfekte Spiel zusammenkriegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mr. York. Spam, huh? You a part of me kind of guy? No, Melvin. I've simply gotten myself tangled up in a little mess. Oh, I get it. Mr. York. The Lord hungers, right? Yes, apparently the Lord is starving, and I'm a lamb with no sense of direction. Die kennen das hier anscheinend schon in der Stadt. Wenn der Lord wieder hungert und Dosen Fleisch braucht. Ich habe schon langsam das Gefühl, die Verkaufstomaten Zack, you're a coffee muss ich selbst person, right? No sugar, only milk. Yes, I'm completely with you on that one. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zack. And there's no turning back now.
Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard, we passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I bet that scene reminded you of a certain film, or perhaps a certain person. Violent City, 1970, directed by Sergio Salima. I only ever saw it on TV when I was a kid, so I don't remember it very well. But I definitely remember that it featured a bridge, a long bridge, during the New Orleans part. That's the one thing I remember. That bridge must have been the Lake Pontchartrain Causeway. And the film starred Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Bronson. What an amazing sound. You couldn't possibly find another man whose name matches his appearance so perfectly. Yes, yes, of course I know that Charles Bronson isn't his real name. Charles Dennis Buczynski. That's his real name. But he's Bronson. Period. Zach, what's your favorite Bronson film? Death Wish? The Magnificent Seven? Rider on the Rain? Or Farewell Friend? They're all masterpieces. But to me, his greatest work lies elsewhere. That's it, Zach. No wonder we get along so well. I don't care what anyone else says. His greatest film by far is 10 to Midnight, 1983, directed by J. Lee Thompson. There's no realism to be found in this movie, but that's what makes it so great. One might even call it a fantasy masterpiece. It was certainly filled with unprecedented fantasy compared to other police thrillers, that's for sure. You know, Zach, I'm suddenly getting the urge to watch it again. Let's hurry up and solve this case so that we can go rent the DVD. Oh nein, jetzt bin ich irgendwo angepufft. Aber ich glaube, der Dialog war eh schon fast fertig. Oder Monolog? Na, irgendwie schon Dialog. Wir sind, ja, redet der mit uns? One lollipop? Two lollipops? So. So. Schauen wir mal. The Lord Hangers! Selbst Resident Evil 4 hast du nicht 12 Stunden am Stück gespielt. Wirklich nicht. Ich dachte, es war sogar länger als 12 Stunden, aber ich habe es nicht die 24 durchgehalten.